Dem kalten Corona-Winter in Deutschland entfliehen und am Strand in der Sonne entspannen. Davon dürften gerade ziemlich viele träumen. Aber alles nicht so einfach in Zeiten der Pandemie. Wohin kann man überhaupt noch reisen? Grundsätzlich stellt sich natürlich schon die Frage, soll man im Moment überhaupt reisen? Die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen haben ja gerade erst wieder eindrücklich an die Bundesbürger appelliert, zu Hause zu bleiben, möglichst wenig Kontakte zu haben. Andererseits gibt es Länder mit deutlich niedrigeren Infektionszahlen und es gibt auch Urlaubsformen, in denen man nicht unbedingt mehr Menschen trifft als zu Hause, wenn man in einer Ferienwohnung zum Beispiel ist oder beim Wandern oder an einem leeren Strand. Reisen kann man im Moment beispielsweise nach Madeira oder auf die Kanarischen Inseln, beides beliebte Winterreiseziele mit Sonne, für die keine Reisewarnung gilt. Urlaubsportale im Internet werben gerade genau mit diesen Reisezielen und mit der Aussicht, nach der Rückkehr in Deutschland nicht in Quarantäne zu müssen. Kann man hier bedenkenlos zuschlagen? Was erwartet einen im Urlaubsland? Mal muss man einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen, wenn man ankommt. Manchmal muss man sich am Flughafen testen lassen. Manchmal muss man auch nach der Ankunft erstmal in Quarantäne für bis zu 2 Wochen, möglicherweise auch nicht im Hotel, sondern in einer staatlichen Einrichtung. Man sollte sich also auf jeden Fall vorher ganz genau informieren, was am jeweiligen Reiseziel gilt. Man kann das gut machen in den Länderhinweisen des Auswärtigen Amts. Außerdem sollte man daran denken, man kann sich auch im Urlaub mit Covid-19 anstecken. Und wie sieht es dann mit der ärztlichen Versorgung im Urlaubsland aus? Spricht vielleicht doch eher für einen Urlaub im eigenen Land, zum Beispiel für einen Städtetrip oder für Skifahren und Schneewandern in Oberbayern. Kann man Urlaub in den Weihnachtsferien innerhalb Deutschlands derzeit empfehlen? Also im Moment sind touristische Reisen in Deutschland im Prinzip überhaupt nicht möglich. Sie sind zwar nicht verboten, aber die Hotels dürfen keine Urlauber aufnehmen, allenfalls Geschäftsreisende. Viele Häuser haben ohnehin geschlossen, weil es sich für sie nicht rechnet. Das gilt jetzt zunächst mal bis zum 20. Dezember, aber es deutet auch schon vieles darauf hin, dass es über die Weihnachtsfeiertage bis Anfang Januar dabei bleiben wird, dass es allenfalls Ausnahmen geben wird, wenn man die Familie besucht und dann eben in einem Hotel übernachten möchte. Auch mit dem Skiurlaub in den Weihnachtsferien sieht es schlecht aus. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und Frankreich gibt es den Vorstoß, dass man EU-weit die Skisaison erst am 10. Januar, also nach dem Ende der Weihnachtsferien, startet. Wem das gerade alles zu unsicher ist, der bleibt womöglich lieber zu Hause und plant stattdessen schon mal den nächsten Urlaub fürs Frühjahr oder den Sommer. Was sollte man dabei beachten? Ganz wichtig ist, dass man möglichst flexible Stornobedingungen hat, dass man also kurzfristig von der Reise zurücktreten kann, ohne dabei Geld zu verlieren. Was überhaupt nichts bringt, ist die Reiserücktrittskostenversicherung, wenn man aus Angst vor Corona nicht reisen möchte. Sie springt nämlich nur ein, wenn man beispielsweise vor der Abreise erkrankt. Und auch da muss man ganz genau hinschauen, am besten vielleicht sogar beim Versicherer vorher nochmal nachfragen. Es gibt nämlich einige Anbieter, die den Pandemiefall ausdrücklich ausschließen, die also nicht zahlen, wenn man an Corona erkrankt ist und deshalb nicht auf Reisen gehen kann. Grund zur Hoffnung auf einen schönen Sommerurlaub besteht aber auf jeden Fall. Immerhin soll es bald einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben. Der vergangene Sommer hat bereits gezeigt, dass ein Urlaub bei niedrigen Infektionszahlen durchaus möglich ist. Und dass die Menschen dabei ganz neue, überraschend schöne Urlaubsziele entdecken können. Zum Beispiel in Deutschland.